Babi Yar. Über Babi Yar, da steht keinerlei Denkmal. Ein schroffer Hang, der eine unbehauene Grabstein. Mir ist Angst. Ich bin alt heute, so alt wie das jüdische Volk. Ich glaube, ich bin jetzt ein Jude. Über Babi Yar, da redet der Wildwuchs, das Gras. Streng, so sieht dich der Baum an, mit Richteraugen. Das Schweigen rings schreit. Ich nehme die Mütze vom Kopf, ich fühle, ich werde grau. Und bin selbst ein einziger Schrei ohne Stimme über tausend und abertausend Begrabene hin. Ich habe kein jüdisches Blut in den Adern, aber verhasst bin ich allen Antisemiten. Mit wütigem, schwieligem Hass, so hassen sie mich wie einen Juden. Und deshalb bin ich ein wirklicher Russe. Das Gedicht Babi Yar hat Jewgeni Jewtuschenko 1961 in der Sowjetunion geschrieben und veröffentlicht nach einem Besuch in Babi Yar, der Altweiberschlucht vor den Toren Kiews. Sie haben eben Auszüge in Paul Celans Übersetzung gehört. Dmitri Schostakowitsch hat das Gedicht in seiner 13. Sinfonie vertont. Er wurde dafür wie Jewtuschenko von der Parteiführung der KPdSU angefeindet, aber die beiden waren am Ende doch nicht angreifbar dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich darf Sie noch mal ganz herzlich begrüßen zu Vortrag und Lesung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Das Gedicht Babi Yar, mit dem wir begonnen haben, bringt die Notwendigkeit und die Schwierigkeit dessen zum Ausdruck, was wir auch heute wieder versuchen wollen. Durch die überlebenden Zeugen den Toten eine Stimme zu geben, auch auszuloten, wie groß unsere Fähigkeit der Empathie mit ihnen ist oder sogar der Identifikation, wie Jewtuschenko sie formuliert. Katja Petrovskaja, die wir heute auch kennenlernen werden, hat dies emphatisch so gesagt. Es gibt keine Fremden, wenn es um Opfer geht. Jeder Mensch hat jemanden hier, in der Schlucht von Babi Yar. Aber stimmt das wirklich? Unser Grundverständnis ist nach wie vor, dass Erinnerung und Gedenken eine hohe Bedeutung haben. Aber gerade deshalb sind sie auch immer umstritten und umkämpft. Cornelius Kopfinke, vielen Dank Cornelius, und ich wollen Ihnen heute Abend das Buch eines nicht-jüdischen Überlebenden vorstellen, eines ukrainischen Jungen, der 12 Jahre alt war, als die deutsche Wehrmacht am 19. September 1941 auf ihrem Vormarsch die Hauptstadt der damaligen Sowjetrepublik Ukraine einnahm, Anatoli Kuznetsov. Er hat das Wüten der Deutschen in der Stadt erlebt, in seiner Heimatstadt, das ungeheuerliche Massaker an den Juden in Babi Yar, aber auch mitten durch seine Familie, die Leiden und auch die widersprüchlichen Reaktionen der ukrainischen Bevölkerung bis zur Wiedereinnahme der Stadt durch die Rote Armee im November 1943. Die ersten Aufzeichnungen über seine Erlebnisse hat Kuznetsov schon als kleiner Junge oder Heranwachsender unmittelbar nach dem Krieg gemacht. Sein ausführlicher Überlebensbericht Babi Yar, die Schlucht des Leids, erschien zuerst 1970 in England, auf Deutsch dann 2001. Eine erste Ausgabe war allerdings in der Sowjetunion schon 1966 erschienen und diese Aufgabe dann auch in der DDR. Nach erbitterten Auseinandersetzungen mit der Zensurbehörde, die Kuznetsov auch in seinem Buch beschreibt, in einer kurzen Zeit des Tauwetters in der Sowjetunion.
Allerdings musste er bei der Auslieferung feststellen, dass die Zensur noch einmal entscheidende Passagen gestrichen hatte. Staatlich verordneter Antifaschismus und russischer Patriotismus verboten eben jeden Satz, der irgendwie als Kritik an der sowjetischen Politik hätte gelesen werden können. Das Jüdische durfte damals überhaupt keine Rolle spielen. Diese Erfahrung gab den Ausschlag, dass Kusnezow 1969 nach London floh, wo er das Buch dann mit den wegzensierten Passagen veröffentlichte. Und so ist es dann in Deutschland auch noch zu bekommen. Eine letzte Vorbemerkung. Unsere heutige Lesung ist auch ein Beitrag zur Erinnerung an den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Das war ja die Fortsetzung des Krieges seit 1939, der nun ab 1941 als Vernichtungskrieg gegen den jüdischen Bolschewismus weitergeführt und radikalisiert wurde. Jetzt wurden die Juden meist nicht erst in Ghettos gepfercht, um später in Vernichtungslager abtransportiert zu werden, sondern sie wurden an Ort und Stelle zusammengetrieben und erschossen. Also nicht Auschwitz und Treblinka, sondern eben Riga und Babi Yar. Aber, und auch das gehört zur ganzen Wahrheit, die Deutschen verübten diese Verbrechen in Landstrichen, in denen schon zuvor Errichtung und Ausbau der kommunistischen Herrschaft furchtbare Opfer gefordert hatten, vor allen Dingen während der und durch die Zwangskollektivierung, deren zivile Gesellschaften weitgehend zerstört waren und in denen auch der Antisemitismus ja nie verschwunden war. Kiew liegt im Zentrum jener Bloodlands, des doppelt und dreifach geschundenen Landstreifens zwischen Mitteleuropa und Russland, den Timothy Snyder so eindrucksvoll beschrieben hat. Und diese in besonderer Weise tragische Geschichte müssen wir mitbedenken. Das relativiert, und das wollen wir ganz deutlich auch zu Beginn sagen, ja in keiner Weise die deutschen Verbrechen in Osteuropa. Und es erschmälert auch nicht die großen Verdienste der sowjetischen Menschen, die ihr Leben eingesetzt haben, um in Verteidigung ihrer Heimat entscheidend, wirklich entscheidend zur Niederwerfung Nazi-Deutschlands beigetragen haben. Nun aber nach Kiew. Vor dem Krieg war die Hauptstadt der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik eine Stadt mit 850.000 Einwohnern, darunter in etwa 160.000 Jüdinnen und Juden. Deren Zahl hatte sich durch Flüchtlinge aus Ostpolen zunächst noch erhöht, aber es waren andererseits auch viele Juden unter denen, die bald vor den vorrückenden Deutschen die Stadt verließen. Man geht davon aus, dass beim Einmarsch der deutschen Truppen noch mindestens 60.000 jüdische Menschen in Kiew lebten. Aber all diese Zahlen sind ziemlich ungefähr und auch unsicher. Bekanntlich hatte die deutsche Wehrmacht in den ersten Wochen nach dem 22. Juni 1941 sehr schnell Ostpolen überrollt. Das war ja das Land, das Stalin 1939 okkupiert hatte und war dann weit nach Osten vorgedrungen. Die Einnahme Kiews verzögerte sich etwas. Erst am 19. September 1941 nahmen Teile der 6. Armee die Stadt ein, am Ende dann weitgehend kampflos. In den ersten Tagen konzentrierten sich die Deutschen darauf, Kiew in Besitz zu nehmen, Häuser, Wohnungen, Güter zu requirieren. Vor allem das reiche Stadtzentrum, die Krestschatik-Straße, hatte es ihnen angetan. Sie traten überall als die allmächtigen Herren der Stadt auf, mit der üblichen gewalttätigen Willkür gegen die Einheimischen, vor allen Dingen natürlich gleich gegen die Juden. Aber die Reaktion der Kiewer war insgesamt dennoch nicht einfach nur ablehnend. Und damit beginnt nun die Erzählung des damals 12-jährigen Anatoli Kusnezow. Anatoli wuchs mit Mutter und Großeltern im nordöstlichen Stadtteil Kurenjowka auf. Der Vater, ein überzeugter Kommunist, der in der großen Säuberung zunächst im Straflager verschwunden war, dann aber doch aufstieg, hat die Familie früh verlassen. Die Mutter war leidenschaftliche und talentierte Lehrerin, die der Sowjetmacht immer dankbar blieb für die Bildung und für den beruflichen Aufstieg, aber in ihrer Arbeit nicht anerkannt wurde. Die Großmutter war eine einfache, herzensgute und tiefgläubige Frau, die sich von jeder Politik fernhielt,
aber eine umso einfachere, klare Regel hatte. Zitat: Junge, trau nicht den Leuten, die ihre Mütze in die Stirn drücken. Das sind böse Menschen. Die Deutschen, die Russen, alle. Denk nur an die Banditen, die Miliz, die NKWD-Leute. Denk daran, wie sie ihre Mützen tragen. Und schließlich der Großvater, das Haupt der Familie, der sein Leben lang hart gearbeitet hatte, aber gerade deswegen ein erklärter Gegner der Stromer gewesen ist, wie er die Kommunisten immer nennt. Anatoli schreibt über ihn, Zitat: Semerik, Fedor Vlaschewitz, mein Vater, hasste die Sowjetmacht aus tiefster Seele und erwartete leidenschaftlich die Deutschen als Erlöser. Er meinte, dass es auf der Welt nichts Schlimmeres als die Sowjetmacht geben kann. Er war dabei trotzdem keineswegs Faschist oder Monarchist, Nationalist oder gar Trotzkist. Er lag den ganzen lieben Tag im Kampf mit den Widrigkeiten des Lebens. Aber er schaffte es nicht, reich zu werden. Und darüber wurde er neidisch und streitsüchtig. Mit dem Propagandaversprechen der Deutschen schien ihm sein Traum wahr zu werden. Eine Kuh, die einen Eimer Milch am Tag gibt. Im Haus genug zu essen für morgen und für übermorgen. Der Großvater spricht oft über die Schrecken der Zwangskollektivierung und dann setzt er hinzu, Zitat: Als ich jung war und bei den deutschen Kolonisten arbeitete, schon da bin ich dahinter gekommen, dass die Deutschen zu wirtschaften verstehen. Sie lieben die Arbeit und hassen die Faulenzer. Was du verdienst hast, das steht dir auch zu. Du wirst es schon selber sehen, was für ein gerechtes Leben jetzt anbricht. Der Himmel auf Erden. Nichts wird anbrechen, sagte die Großmutter mit seltsamer Stimme, und die Bolschewiken werden noch zurückkehren. Der Einzug des siegreichen, eindrucksvoll gut ausgerüsteten und gut ernährten deutschen Militärs, von vielen freudig begrüßt, und auf der anderen Seite der planlose Rückzug der geschlagenen Roten Armee beeindrucken auch den 12-jährigen Anatoli und seine Freunde. Aber der Wirrwarr der nächsten Tage bremst seine erste Begeisterung. Er sieht auf der Straße zwischen roten Plakaten mit Hammer und Sichel und roten Plakaten mit Hakenkreuz einen Anschlag mit dem Text: Die Juden, Polen und Moskowiter sind die ärgsten Feinde der Ukraine. Und da fragt er sich: Wer bin ich eigentlich? Meine Mutter ist Ukrainerin, mein Vater ist Russe. Ich bin also halb Ukrainer und halb Moskowiter. Ich bin also mein eigener ärgster Feind. Beim weiteren Nachdenken wurde es noch schlimmer. Meine besten Freunde waren der Halbjude Schurka Maza und der Halbpole Bolek Kaminski. Das reinste Teufelswerk. Zitat Ende. Die ersten Tage nach der Eroberung einer Stadt im Krieg, so sagt man, sind die Tage der Plünderung, organisiert und chaotisch. Organisiert durch die deutsche Armee, die zielstrebig die Vorräte beschlagnahmt und die Häuser für ihren Apparat in Besitz nahm. Chaotisch durch die geduldete Willkür der Soldaten, aber auch durch Teile der einheimischen Bevölkerung, die die Läden stürmten und plünderten, was ihnen in die Hände fiel. Auch Anatoli lässt sich mitreißen, kann aber am Ende nur eine Lampe, ein paar Mantelknöpfe und Kleiderbürsten ergattern und ist doppelt enttäuscht. Zitat: Ich hätte heulen können. Ich war doch niemals gierig gewesen. Ich war Großmutters wohlerzogenes, höfliches Enkelsöhnchen. Und plötzlich hat dieses Plündern mich ergriffen wie eine heiße Lawine. Ich konnte kaum atmen vor Habgier und Eifer. Vor allem begriff ich sehr wohl, dass dies eine einmalige, nie wiederkehrende Gelegenheit war, so reich, so großartig, so ungestraft zu plündern. Doch ich hatte alles versäumt. Zitat Ende. Am nächsten Tag forderten die Deutschen das Raubgut unter Androhung drakonischer Strafen zurück von genau den Leuten, die sie jetzt erfolgreich schon zu ihren Komplizen gemacht hatten. Ich habe diese Episode vorgetragen, weil sie das Chaos und den Zustand der fiebrigen Erregung zeigt, in denen sich die Stadt in diesen Tagen befand und die dann auch den Boden für die kommenden schrecklichen Ereignisse bereitet haben. Am 24. September 1941 begann eine Serie von Explosionen im Stadtzentrum, die zu verheerenden Feuern mit großen Zerstörungen führten.
Die gesamte Innenstadt wurde aufgegeben, abgeriegelt. Deutsche Soldaten kamen ums Leben, aber noch sehr viel mehr Ukrainer. Sofort kamen Gerüchte über die Ursachen und Verantwortlichen der Anschläge auf. Die Sowjetunion stritt öffentlich jede Täterschaft ab. Im Gegenteil, sie klagte die barbarischen Deutschen für die Zerstörung Kiews an. Aber intern wurde es schon als große patriotische Tat gefeiert. Es dauerte bis 1965, dass die Sowjetunion offiziell erklärte, dass die Anschläge in Kiew die gut vorbereitete Sabotagetat des sowjetischen Geheimdienstes gewesen waren, vor allem durch Sprengfallen mit Zeitzündern. Als Gerücht hatte sich gerade diese Erklärung sofort in Kiew verbreitet. Die Deutschen griffen das Gerücht auf und gaben ihm die passende Stoßrichtung. Sie machten den sowjetischen Geheimdienst für die Zerstörung der ukrainischen Stadt verantwortlich, die jüdischen Bolschewisten, und damit, der nächste Schritt, die Juden der Stadt insgesamt. Das entsprach der Nazi-Ideologie des Vernichtungskrieges. Und es war ganz nüchtern kalkuliert, dass man so große Teile der übrigen Stadtbevölkerung auf seine Seite bringen oder jedenfalls ruhig halten konnte. Und dieses Kalkül sollte ja auch weitgehend aufgehen. Am 26. September beschlossen der höhere SS- und Polizeiführer Jeckeln, der Befehlshaber der Einsatzgruppe C Rasch, der Befehlshaber des Sonderkommandos Blobel und der Stadtkommandant der Wehrmacht Eberhard als Vergeltung die Kiewer Juden zu töten. Die Durchführung wurde dem Sonderkommando 4a übertragen. Zur Unterstützung wurden Polizeibataillone eingeteilt, unter anderem Teile des Polizeibataillons 303 aus Bremen und ukrainische Hilfspolizisten, die zum Durchsuchen der Häuser und zur Absicherung der Straßen eingesetzt wurden. Die SS meldete nach Berlin, Zitat: Wehrmacht begrüßt Maßnahmen und erbittet radikales Vorgehen. Am 28. September 1941, also heute vor 80 Jahren, wird mit der Vorbereitung der systematischen Mordaktion begonnen. Hören wir dazu Anatoli Kusnezow über die Reaktion seines Großvaters. Herzlichen Glückwunsch! Na also, morgen wird es in Kiew keinen einzigen Juden mehr geben. Es scheint doch zu stimmen, was die Leute erzählen, dass die Juden den Chreschtschatyk verbrannt haben. Gott sei Lob und Dank. Die haben sich genug an unserem Blut gemästet, die Viecher. Sollen sie doch in ihr Palästina fahren. Die Deutschen werden schon mit ihnen fertig. Weggebracht werden die. Ein Befehl hängt da. Wir liefen schnurstracks alle auf die Straße. Am Zaun klebte ein graues Plakat aus schlechtem Packpapier. Es trug weder eine Überschrift noch eine Unterschrift. Das Plakat lautete: Alle Juden der Stadt Kiew und Umgebung müssen sich am Montag, dem 29. September 1941, um 8 Uhr morgens an der Ecke Melinowskaja und Dochturowskaja Straße neben dem Friedhof einfinden. Ausweise, Geld und Wertsachen sind mitzubringen, ebenso warme Kleidung, Unterwäsche und so weiter. Jeder Jude, der dieser Anordnung zuwiderhandelt und an anderem Ort angetroffen wird, wird erschossen. Jeder Bürger, der in eine von Juden verlassene Wohnung eindringt und sich Sachen aneignet, wird erschossen. Ich, Anatoli, las den Wortlaut noch zweimal durch. Mir lief es, ich weiß nicht warum, eiskalt über die Haut. Das Ganze war irgendwie grausam, mit kaltem Hass geschrieben. Außerdem war es draußen kalt und windig, die Straße war menschenleer. Ich ging nicht heim. Von einer seltsamen Erregung ergriffen, schlenderte ich zum Markt.
drei Höfe weiter war der große Hof der kollektiven Gemüsewirtschaft. Rund um ihn herum drängten sich Lehmhütten, Scheunen und Kuhställe. Dort arbeiteten viele Juden, armselig, ungebildet, bemitleidenswert. Ich schaute in den Hof hinein. Dort herrschte eine stille Panik. Die Juden rannten von Karte zu Karte und schleppten Sachen. Die Plakate mit dem Befehl hingen auch an anderen Orten. Ich blieb stehen und las den Text immer wieder durch. Trotzdem blieb etwas, das ich nicht verstand. Erstens. Nehmen wir einmal an, dass die Juden wirklich aus Rache für den Kreschatik aus der Stadt ausgewiesen werden sollten. Aber warum dann gleich alle Juden? Es mag vielleicht 10 Brandstifter gegeben haben, wofür aber sollen die übrigen Juden leiden? Verstehen kann man es ja, die Deutschen können die Täter nicht auffinden und da haben sie eben beschlossen, alle Juden auszuweisen. Das ist grausam, aber konsequent. Wollen die Deutschen sie wirklich nach Palästina bringen, wie Großvater annimmt? Aber auch das ist grausam. Tausende von Menschen mit Gewalt von zu Hause fortzureißen, sie an einen Ort zu schaffen, wo sie kein Obdach und nichts haben. Und wie viele werden unterwegs krank werden und sterben? Und alles bloß deshalb, weil unter ihnen einige Brandstifter waren. Dann wird also auch Schurka Masa mitfahren müssen. Aber seine Mutter ist Russin und ist schon längst von ihrem Mann geschieden. Schurka kennt seinen Vater also kaum, genauso wenig wie ich meinen. Wird man vielleicht Schurka allein ausweisen? Die Mutter bleibt hier und er fährt hin? Mich ergriff Mitleid mit Schurka. Er tat mir so leid, mich für immer von ihm verabschieden zu müssen. Und plötzlich, ganz überraschend für mich selbst, irgendwie spontan und wie von alleine, begann ich in Großvaters Worten zu denken. Sogar Tonfall und Wut waren die gleichen. Ich dachte, na wenn schon, sollen sie doch in ihr Palästina fahren. Es reicht, die haben sich fett genug gegessen. Hier ist die Ukraine kein Ort für Juden. Sie haben sich auch so schon wie die Wanzen vermehrt und festgesogen. Und auch Schurka Masa ist so ein Saujude, durch und durch, listig und gemein. Wie viele von meinen Büchern hat er einfach so behalten? Sollen sie doch ruhig fahren, ohne sie werden wir es besser haben. Großvater ist klug. Großvater hat recht. Einen so einmaligen Anblick wie den Abtransport der Juden aus Kiew konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich wartete den Tagesanbruch ab und rannte auf die Straße. Sie gingen noch vor Morgengrauen aus ihren Häusern, um möglichst früh an der Bahn zu sein und gute Plätze im Waggon zu bekommen. Mit brüllenden Kindern, mit Greisen und Kranken kroch die jüdische Bevölkerung der Gemüsefarm weinend und fluchend auf die Straße hinaus. Ich sah verschnürte Bündel, schäbige Koffer aus Sperrholz, geflickte Taschen, Kisten mit Handwerkszeug. Alte Frauen trugen Kränze aus Zwiebeln wie riesige Perlenketten um den Hals. Die Zwiebeln sollten als Wegzehrung dienen. Warum tun sie das bloß, dachte ich. Meinen Antisemitismus von gestern hatte ich inzwischen gründlich vergessen. Das ist doch grausam und ungerecht. Und Schurka Masa tut mir so leid. Warum jagt man ihn auf die Straße wie einen Hund?
Er hat zwar meine Bücher behalten, aber doch nur aus Vergesslichkeit. Und ich selbst? Wie oft habe ich ihn ohne Grund verhauen? Je näher ich dem Podol kam, desto mehr Leute waren auf den Straßen. In den Toreinfahrten und Hauseingängen standen die Bewohner und schauten. Einige von ihnen seufzten, andere lachten hämisch oder riefen den Juden Schimpfworte zu. Eine bösartige Greisin in einem schmutzigen Kopftuch lief plötzlich auf die Straße, riss einer alten Jüdin einen Koffer aus der Hand und lief in den Hof. Die Jüdin begann zu schreien, aber im Tor stellten sich ihr einige kräftige Männer mit Schnurrbärten in den Weg. Die Jüdin heulte, verfluchte alles, beklagte ihr Los, dass keiner ihre Partei ergriffen hatte. Die Menge schritt gesenkten Hauptes an ihr vorbei. Ich blickte durch einen Spalt im Tor und sah, dass im Hof bereits ein ganzer Haufen geraubter Sachen lag. Ich war erschöpft. Mein Kopf dröhnte. Das Gesehene hatte mich stark mitgenommen. Ich bekam Angst, dass ich nicht da rauskomme und abtransportiert werde. Ich drängte mich gegen den Strom der Menge und erreichte endlich freien Raum. Lange ging ich durch menschenleere Straßen. Nur einige wenige Nachzügler eilten zum Sammelplatz. In den Torbögen standen Leute, trieben sie mit Hetzrufen und pfiffen ihnen hinterher. Als ich zu Hause angelangt war, sah ich Großvater mitten im Hof stehen. Er lauschte angestrengt irgendwelchen Schüssen. Dann hob er den Finger. »Weißt du«, sagte er erschüttert, »sie werden ja gar nicht weggebracht. Sie werden erschossen.« Wie Anatoli erzählt, war den Juden ihre Ermordung als Umsiedlung erklärt worden. In der Nähe der Schlucht von Babi Yar war auch ein Güterbahnhof. Deshalb wollten viele Juden die Lüge gerne glauben und klammerten sich daran. Die Einsatzgruppe C berichtete stolz nach Berlin, Zitat, »Ursprünglich erwarteten wir die Ankunft von nur 5.000 bis 6.000 Juden. Nun kamen etwa 30.000 Juden an. Sie glaubten bis zum Moment ihrer Liquidierung, dass sie umgesiedelt werden würden, wegen der großartigen Leistung unserer Propagandaabteilung. Über diese großartige Leistung möchten wir etwas aus der Gegenperspektive einfügen, aus dem Buch von Katja Petrovskaya, »Vielleicht Esther«. Das ist dieses Buch. Sie erzählt dort die nachempfundene Geschichte ihrer beiden jüdischen Urgroßmütter an diesem Tag in Kiew. Die Urgroßmutter Anna, die erste, war eine stadtbekannte Taubstummenlehrerin. Als meine Urgroßmutter Anna und meine Großtante Ljolja in der dichten Menschenmenge auf der Bolschaja Schitomirskaja gingen, lief ihre Haushaltshilfe Natascha ein Stück mit. Sie weinte unaufhörlich und Anna tadelte Natascha für ihre Tränen. »Beruhige dich, zu den Deutschen hatten wir schon immer gute Beziehungen.« Als Natascha nach dem Krieg meine Großmutter Rosa fand, Annas Tochter, erzählte sie ihr von diesem letzten verstörenden Satz von Anna. Über diesen letzten Satz wird in der Familie viel gesprochen. Lida, die Tante, glaubte nicht an Annas Schicksalsergebenheit. Taubstummenlehrer könnten sich keine Ergebenheit leisten, soll Lida einmal gesagt haben. Sie meinte vielleicht, es war Annas Stolz, der Stolz einer Lehrerin,
die daran glaubte, Menschen verwandeln zu können, im Krieg wie im Frieden. Eine Überheblichkeit vielleicht. Der Glaube, dass sie, Anna Levi-Krtschewina, wenn nicht den Einmarsch, dann zumindest die Eskalation verhindern könne. Nicht durch eine Heldentat, sondern durch Missbilligung oder durch Unglauben oder durch das schlichte Ignorieren von Gewalt. Sie war zu stolz, um vor dem Feind zu fliehen, ihm den Rücken zuzukehren. Sie blieb, um dem Feind ihre Würde zu zeigen und ihn dadurch vielleicht umzuerziehen, als ob, wenn sie bliebe, wenn sie nicht an das Böse im Menschen glaubte, wenn sie sich weigerte, an das Böse im Menschen zu glauben, besonders an das Böse in den Deutschen, dann auch die Deutschen an ihre guten Beziehungen zu Anna Levi-Krtschewina glauben würden und nicht an das Böse in sich selbst. Anna hatte die unbesiegbare deutsche Armee zu einem Duell herausgefordert. Die Deutschen aber erkannten ihre Waffe nicht. War ihr der Stolz wichtiger als das Überleben? Oder dachte sie, dass nur Verlierer ihre Ehre behalten könnten, Verlierer im militärischen Sinne natürlich, in dieser Stunde, als sie jeglicher Würde beraubt wurden? Oder wollte sie nicht weiterleben, weil es, wenn so etwas passieren konnte, keine Ehre mehr gab? Die andere Urgroßmutter, die vielleicht Esther hieß, war bei der Flucht der Familie aus der Stadt nicht mitgenommen worden, weil sie so alt und krank war, dass sie sich kaum allein bewegen konnte. Als auch Babuschka, der Aufruf, alle Juden der Stadt Kiew müssen sich pünktlich und so weiter, erreicht hatte, begann sie sofort, sich bereit zu machen. Die Nachbarn versuchten es ihr auszureden. Gehen Sie nicht, Sie können doch gar nicht laufen. Die Kontrolle war lückenlos. Die Hausmeister kämmten die Adressen durch, die Listen der Einwohner, damit auf Russisch alle und auf Deutsch sämtliche gehen, wurden Schulen, Krankenhäuser, Waisenhäuser und Altersheime durchsucht. Das Erscheinen wurde von deutschen und ukrainischen Patrouillen kontrolliert. Aber im Haus Nummer 11 in der Engelsstraße war der Hausmeister bereit, diese Alte nicht zu melden, sie außer Acht zu lassen, nicht etwa, um sie vor dem Tod zu retten, nein, an den Tod dachte man gar nicht, oder besser gesagt, man dachte nicht bis zum Tod. Man dachte das Geschehene nicht wirklich zu Ende. Man hinkte den Ereignissen hinterher. Überlegen Sie einfach selbst, wozu soll eine Greisin sich auf einen Weg begeben, selbst wenn es ins gelobte Land ginge, wenn sie nicht laufen kann? Gehen Sie nicht, sagten die Nachbarn. Vielleicht Esther blieb stur. Wenn alle, dann alle, sagte sie sich, als ob es eine Ehrensache wäre. Und sie ging hinunter. Alles andere stand still. Wie genau sie hinunterging, verschweigt uns die Geschichte. Obwohl, nein, die Nachbarn müssen ihr geholfen haben. Wie sonst? Auf der Straße war sie dann allein. Außer einer Patrouille war in diesem Moment niemand zu erblicken. Vielleicht waren alle schon weg. Zwei flachsblonde, stramme, beinahe elegante Männer flanierten gemächlich und pflichtbewusst auf der Kreuzung. Es war hell und öde, wie in einem Traum. Als vielleicht Esther zu ihnen ging, sah sie, dass es eine deutsche Patrouille war. »Herr Offizier«, begann Babuschka mit ihrem unverkennbaren Anhauch, überzeugt davon, sie spreche Deutsch. »Sehen Sie so fein, sagen Sie mir, was soll ich denn machen?
Ich hab die Plakaten gesehen mit Instruktions verhieden, aber ich kann nicht so gut laufen. Ich kann nicht laufen, also schnell. Sie wurde auf der Stelle erschossen. Mit nachlässiger Routine, ohne dass das Gespräch unterbrochen wurde, ohne sich ganz umzudrehen, ganz nebenbei. Oder nein? Nein, vielleicht fragte sie: Seien Sie so nett, Herr Officer, sagen Sie bitte, wie kommt man nach Babi Yar? Das konnte doch wirklich lästig sein. Wer mag das schon? Auf dumme Fragen antworten müssen. Ich muss Ihnen jetzt in dürren und auch nichtssagenden und erschreckenden Worten den Hergang der Mordaktion in Babi Yar in Kiew am 29. und 30. September 1941 schildern. Am 29. fanden sich sehr viele Juden an der angegebenen Stelle ein. Sie wurden auf der Melnikstraße zum jüdischen Friedhof geleitet, an den sich die Schlucht von Babi Yar unmittelbar anschloss und am Ende von nichtjüdischen Begleitern getrennt. Das Gebiet war mit Stacheldraht abgesperrt und wurde von Polizei, SS und ukrainischen Polizisten bewacht. Als sich die Juden weiter der Schlucht näherten, zwang man sie, zunächst ihre Ausweispapiere und dann ihre Wertgegenstände abzugeben, ihre Kleidung abzulegen und schließlich in Zehnergruppen an den Rand der Schlucht zu treten. Dort wurden sie mit Maschinengewehren erschossen und fielen in die Schlucht. Die Schützen gingen zwischendurch über die Leichen, um die Ermordung von nur Verletzten zu vollenden. Die insgesamt 100 Schützen wurden alle paar Stunden abgelöst. Am Abend wurden die Leichen mit einer dünnen Erdschicht bedeckt. Die Juden, die am ersten Tag nicht erschossen werden konnten, wurden in der Nacht eingepfercht, die Aktion am zweiten Tag, dem 30. September, fortgesetzt. Das Diebesgut wurde sortiert, teils gleich unter der Hand verteilt, der wertvolle Rest nach Berlin geschickt. In der Ereignismeldung UdSSR 101 vom 2. Oktober 1941 heißt es stolz, Zitat: Das Sonderkommando 4a hat in Zusammenarbeit mit Gruppenstab und zwei Kommandos des Polizeiregiments Süd am 29. und 30. September 1941 in Kiew 33.771 Juden exekutiert. Zitat Ende. Nur sehr, sehr wenige Menschen haben diese Mordaktion und die später folgenden dazu überlebt. Eine von denen, die berichten konnten, war die Schauspielerin am Kiewer Puppentheater, die Mutter von zwei Kindern, Dina Mirovnova Pronitscheva. Ihr Zeugnis spielte von 1946 an in verschiedenen Strafverfahren eine zentrale Rolle. Anatoly Kuznetsov berichtet in seinem Buch über Dina, so wie er es von ihr selbst gehört hat. Dina ist Jüdin, aber mit einem nichtjüdischen Russen verheiratet. Sie begleitet am 29. September ihre Eltern in der dichten Menge auf der Straße. Erst am Nachmittag erreichten sie die Friedhöfe. Dina erinnert sich an die lange Ziegelmauer des jüdischen Friedhofs. An dieser Stelle wurde eine Straßensperre errichtet, ein Drahtigel mit einem Durchgang in der Mitte. Daneben standen deutsche Soldaten mit Metallmarken auf der Brust sowie ukrainische Hilfspolizisten in schwarzen Uniformen mit grauen Ärmelaufschlägen. Es gab ein großes Gedränge und Gefluche. Es war nicht ohne weiteres zu verstehen, was hier vorging. Dina ließ ihre Eltern sich am Friedhofstor setzen und ging selbst nach vorn, um nachzuschauen, was dort los ist. Wie viele andere war auch sie bisher der Meinung gewesen, dass dort vorne ein Zug steht. In nicht allzu weiter Entfernung hörte man irgendwelche Schüsse,
Am Himmel kreiste in geringer Höhe ein Flugzeug. Die ganze Atmosphäre ringsherum war unheilvoll und panisch. Sie hörte Gesprächsfetzen aus der Menge. Das ist Krieg, Krieg. Man schafft uns weiter weg, dorthin, wo es ruhiger ist. Aber warum nur die Juden? Eine alte Oma äußerte in einem ziemlich autoritativen Ton. Deshalb, weil Juden und Deutsche verwandte Völker sind. Die Juden sollen als Erste in Sicherheit gebracht werden. Dina vermochte sich nur mit Mühe durch die Menge zu drängen. Ihre Unruhe nahm immer mehr zu. Da bemerkte sie, dass die Leute weiter vorn alle ihre Sachen ablegen. Tragtaschen, Bündel und Koffer nach links, Lebensmittel nach rechts. Weiter wird man gruppenweise durchgelassen. Die Deutschen schicken eine Gruppe los, dann wird gewartet, dann wird eine neue Gruppe abgezählt und durchgelassen. Dina wurde von Angst ergriffen. Es gab hier nichts, was einem Bahnhof glich. Noch wusste sie nicht, was dort ist, aber sie spürte mit ganzer Seele, dass es sich nicht um einen Abtransport handelt. Alles Mögliche, nur kein Abtransport. Besonders seltsam waren diese nahen MG-Garden. Immer noch konnte sie den Gedanken nicht zulassen, dass es Erschießung war. Denn erstens handelte es sich um riesige Menschenmassen und zweitens, wozu? Von zunehmender Gewissheit getrieben, versucht Dina, den Weg zurückzunehmen. Aber der Polizist sieht an ihrem Pass, dass sie Jüdin ist und lässt sie nicht durch. Sie muss zurück zu den Eltern. Da ertönten Kommandorufe und Schreie. Alle Umsitzenden mussten aufstehen und weiterrücken. Es bildete sich irgendeine unmögliche Schlange. Hierher kamen die einen Sachen, dorthin die anderen. Die Menschen schubsten einander, reihten sich ein. In diesem Chaos verlor Dina ihre Eltern. Sie hielt Ausschau und sah, dass die Eltern in der Gruppe weiter vorn weggeführt werden. Direkt vor Dina blieb die Schlange stehen. Sie standen. Sie warteten. Dina reckte den Hals. Sie wollte sehen, wohin man ihre Eltern abführt. Plötzlich kam ein baumlanger Deutscher auf sie zu und sprach zu Dina: Komm, schlaf mit mir, hinterher lasse ich dich laufen. Sie blickte ihn an, als würde sie ihn für geistesgestört halten. Er ging weg. Endlich ließ man ihre Gruppe durch. Die Gespräche verstummten, alle wurden still. Eine Zeit lang schritten sie wie versteinert weiter. In diesem Augenblick betraten sie einen langen, engen Durchgang, den zwei Reihen Soldaten mit Hunden bildeten. Dieser Korridor war vielleicht 1,5 Meter breit. Die Soldaten standen Schulter an Schulter. Ihre Ärmel waren hochgekrempelt. Jeder Soldat hielt einen Gummiknüppel oder einen langen Stock in der Hand. Plötzlich hagelte es Schläge auf die Gehenden. Sich zu verstecken oder auszuweichen war völlig unmöglich. Grausame Hiebe, die den Getroffenen sogleich blutig schlugen, prasselten von links und rechts auf Köpfe, Rücken und Schultern nieder. Die Soldaten brüllten schnell, schnell und lachten fröhlich, als würden sie sich bei einer Zirkusnummer amüsieren. Sie bemühten sich, ihre Opfer möglichst an den empfindlichsten Stellen zu treffen, unterhalb der Rippen, am Bauch, im Unterleib. Direkt vor ihren Augen spielte sich wie auf einer Bühne dieses schauderhafte Spektakel ab.
Aus dem Korridor, den die Soldaten bildeten, taumelten kreischende, zusammengeschlagene Menschen hinaus und wurden von Polizisten in Empfang genommen, die weiter auf sie eindroschen und ihnen die Kleider vom Leibe rissen. So ging es endlos weiter. Diener versichert, dass einige der Opfer hysterisch gelacht hätten, dass sie mit eigenen Augen gesehen habe, wie mehrere Menschen, während sie sich auszogen und zur Erschießung gingen, schlagartig graue Haare bekamen. Die nackten Menschen wurden in kleinen Reihen aufgestellt. Dann führte man sie durch eine Lücke, die auf die Schnelle durch eine abfallende Sandmauer gegraben worden war. Was dahinter geschah, war nicht zu sehen. Man hörte es nur schießen. Durch die Lücke in der Mauer kehrten nur Soldaten und Polizisten zurück, um die nächste Reihe der Menschen abzuholen. Dina versucht noch einmal mit ihrem guten Aussehen, also einem arischen Aussehen, einen Fluchtweg zu finden und wird tatsächlich abseits zu einer Gruppe von nichtjüdischen Begleitern gesetzt. Aber ein deutscher Offizier sieht diese Gruppe und befiehlt, alle zu töten, damit keine Nachricht über das Morden in die Stadt zurückdringen könne. Weil es schon spät am Tag ist, werden jetzt die Menschen nicht mehr entkleidet, die in die Schlucht geführt werden. Dina schritt ungefähr im zweiten Dutzend. Sie gingen durch die Lücke. Jetzt öffnete sich vor ihnen eine Sandgrube mit beinahe senkrecht abfallenden Wänden. Die Dunkelheit nahm rasch zu. Dina sah die Grube nur in Umrissen. Man trieb sie schnell im Gänsemarsch nach links einen ganz schmalen Sandvorsprung entlang. Links war die Wand, rechts die Grube. Der Vorsprung war offenbar extra für die Erschießung präpariert worden. Er war so schmal, dass sich die Menschen instinktiv an die Wand pressten, um nicht hinabzustürzen. Dina blickte hinab. Ihr wurde schwindelig, so tief kam ihr der Abgrund vor. Unter ihnen war ein Meer blutverschmierter Leichen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Grube erkannte sie aufgestellte leichte Maschinengewehre. Daneben standen mehrere deutsche Soldaten. Außerdem brannte ein Feuer, auf dem die Soldaten offenbar Kaffee kochten. Als die ganze Reihe auf dem Vorsprung stand, ging ein Deutscher vom Lagerfeuer zu einem MG und begann zu schießen. Dina fühlte mehr, als sie es sah, wie die Leiber den Vorsprung hinunterfielen und wie sich die Bahn der Geschosse ihrem eigenen Leib näherte. Sie dachte blitzschnell, gleich bin ich dran, gleich. Sie wartete die Kugel nicht ab und sprang mit geballten Fäusten selbst hinunter. Ihr schien, dass sie eine ganze Ewigkeit fiel. Wahrscheinlich war es wirklich hoch. Beim Aufschlagen spürte sie weder einen Stoß noch einen Schmerz. Zuerst wurde sie von warmem Blut übergossen, auch über ihr Gesicht rann Blut. Es war, als wäre sie in eine Badewanne voller Blut gestürzt. Sie lag da mit ausgebreiteten Armen und geschlossenen Augen. Sie hörte irgendwelche Körperlaute, Stöhnen, Schluckauf, Weinen, ringsherum und unter ihr. Viele Menschen waren nicht tödlich getroffen worden. Die Masse dieser Leiber machte eine sachte Bewegung, wodurch sie sich noch mehr verdichtete und sich leicht senkte. Die Soldaten
traten auf den Sandvorsprung und leuchteten mit Taschenlampen nach unten. Sie schossen mit Pistolen auf jene, die noch zu leben schienen. Aber nicht weit von Dina hörte jemand nicht auf, laut zu stöhnen. Sie hörte neben sich Schritte. Die Deutschen waren hinuntergestiegen und gingen jetzt über die Leichen. Sie bückten sich, nahmen den Toten etwas ab, zielen ab und zu auf jene, die sich noch bewegten. Auch jener Polizist, der vorhin Dinas Ausweis kontrolliert und ihre Handtasche weggenommen hatte, war dabei. Sie erkannte ihn an der Stimme. Ein SS-Mann stieß auf Dina. Sie kam ihm verdächtig vor. Er leuchtete mit der Taschenlampe, hob Dina hoch und begann, auf sie einzuschlagen. Aber sie ließ sich wie ein Sack hängen und gab kein Lebenszeichen von sich. Er trat sie in die Brust, trat auf ihre rechte Hand drauf, so dass die Handknochen knirschten, schoss aber nicht und ging balancierend über die Leichen davon. Einige Minuten später hörte sie oben eine Stimme. »Demidenko, komm, schütt nach!« Sie hörte das Scheppern von Spaten, hörte, wie der Sand dumpf auf die Leiber fiel, immer näher zu ihr her. Dann spürte sie den Sand auf ihren eigenen Körper fallen. Mit der linken, gesunden Hand begann sie, den Sand von sich wegzuschaufeln. Der Sand drohte sie zu ersticken. Sie war nahe daran, loszuhusten. Mit letzter Mühe unterdrückte sie den Husten. Dann wurde ihr besser. Schließlich hatte sie sich freigeschaufelt. Die ukrainischen Polizisten da oben waren offenbar erschöpft nach diesem anstrengenden Tag. Sie schaufelten träge und warfen nur wenig Sand herunter. Dann schmissen sie die Spaten beiseite und entfernten sich. Dinas Augen waren voller Sand. Ringsherum herrschte völlige Finsternis. Von der Masse der frischen Leichen stieg ein schwerer Fleischgeruch auf. Dina versuchte sich zu erinnern, welche Sandwand am nächsten lag, pirschte sich lange und vorsichtig an sie heran, stand dann auf und begann mit der Hand kleine Löcher in die Wand zu graben. Sie presste sich gegen die Wand, machte kleine Löcher in den Sand und kroch fußbreit um fußbreit in die Höhe. Dina konnte, so hat sie das Kuznetsow erzählt, am Ende in der Nacht aus der Schlucht entkommen. Einen Tag und noch eine Nacht irrt sie durch die Umgebung, bis sie von ukrainischen Bauern, die sie um Hilfe bittet, wieder an die Deutschen ausgeliefert wird. Aber auf der erneuten Fahrt zur Erschießung in der Schlucht kann sie vom offenen LKW springen und findet diesmal Menschen, die ihr helfen, und so kann sie diese Aktion und den Krieg insgesamt überleben. So wie Dina wurden in den folgenden Wochen und Monaten weitere tausende Juden festgenommen, nach Babi Yar gebracht und erschossen. Sehr häufig geschah das nach Denunziationen aus der Bevölkerung. Oft war es die tödliche Falle, dass in den sowjetischen Ausweispapieren ja Jude als Nationalität eingetragen war. In Babi Yar wurden aber auch Patienten der psychiatrischen Anstalt, Sinti und Roma, Partisanen, irgendwie unliebsame Ukrainer und sowjetische Kriegsgefangene umgebracht. Die Gesamtzahl wird auf mindestens 100.000 geschätzt, von manchen sogar auf das Doppelte. In unmittelbarer Nähe der Schlucht errichteten die Deutschen später das KZ Syretz, in dem die Menschen zu Tode gearbeitet wurden. Aus diesem Lager rekrutierte die SS beim Rückzug der deutschen Truppen im August 1943 die 300 Menschen, die im Zuge der sogenannten Aktion 1005 gezwungen wurden, die Spuren des Massenmordes in Babi Yar auszulöschen, die Schlucht aus der Geschichte zu streichen, wie Kuznetsow schreibt.
Sie mussten die Leichen ausgraben, zu Scheiterhaufen aufschichten und verbrennen. Als klar wurde, dass dieses Sonderkommando dann selbst erschossen werden würde, konnten sich einige aus ihren buchstäblichen Ketten befreien. 15 von ihnen gelang die Flucht. Wenige überlebten den ganzen Krieg, die davon Zeugnis ablegen konnten. Einer von ihnen, Davidov, hat Anatoli davon berichtet. Von Dingen, die so monströs gewesen sind, dass wir ihnen davon nur sehr wenig vortragen möchten. So begann die abschließende Etappe der Ereignisse in der Schlucht Babi Yar. Der erste Versuch, die Schlucht aus der Geschichte zu streichen. Aus dem Lager wurden neue Gruppen von Gefangenen geholt. Nach wenigen Tagen waren hier über 300 Gefangene am Werk. Man teilte sie in Brigaden auf. Die gleichmäßige, produktive Arbeit dieser Brigaden stellte ein Muster an deutscher Ordnung und Methodik dar. Die Graser schaufelten die Gruben und legten die Lagerstätten der Leichen frei, die gräulich gefärbt waren, sich festgelegt, eingesackt und ineinander verschlungen haben. Es war eine wirkliche Qual, sie hervorzuzerren. Einige Leichen, besonders Kinderleichen, wiesen keinerlei Verletzungen auf. Das waren jene, die man lebendig zugeschüttet hatte. Vor Gestank hielten sich die Deutschen die Nase zu. Einigen wurde übel. Die Wachsoldaten saßen auf den Hängen der Schlucht, zwischen den Stiefeln eines jeden stak eine Flasche Wodka im Sand. Deshalb waren alle Deutschen in der Schlucht immer betrunken. Die Grabenden bekamen keinen Wodka. Zuerst wurde auch ihnen schlecht, aber allmählich gewöhnten sie sich daran. Sie hatten ja keinen Ausweg. Sie arbeiteten und die Ketten klirrten dabei. Die Hakenleute rissen die Leichen aus der Verschlingung und schleppten sie zu den Öfen. Die unteren Leichenschichten wurden mehrmals gesprengt. Die Goldsucher waren mit Zangen bestückt, mit denen sie den Leichen die Goldkronen ausrissen. Die Garderobenleute zogen den Toten alles aus, was noch heil war. Die Bauleute hatten die Aufgabe, die Öfen zu bauen. Unter starker Bewachung gingen sie auf die gegenüberliegende Seite der Schlucht zum jüdischen Friedhof, wo die Deutschen ihnen sagten, welche Granitgrabsteine sie auszureißen hatten. Der Ofen wurde mit Brennholz gefüllt. Oben aufs Gitter kamen mit den Köpfen nach draußen die Leichen. Eine zweite Reihe von Leichen wurde für den Zusammenhalt über Kreuz gelegt. Dann folgte eine Schicht Brennholz und so weiter, bis endlich ein Stapel von 3 Meter Höhe und 6 Meter Länge pro jede Seite emporgewachsen war. Die Heizer zündeten das Feuer von unten an. Außerdem hielten sie Fackeln an die Reihen der herausragenden Köpfe. Die mit Erdöl übergossenen Haare gingen sofort in hellen Flammen auf. Eben darum wurden die Leichen mit den Köpfen nach draußen platziert. Die Gemüsegärtner hatten ihren Namen daher, weil sie die Asche auf Tragbahren legten, sie unter Bewachung in die Umgebung von Babi Yar trugen und dort in den Gemüsegärten ausstreuten. Davidov hatte in verschiedenen Brigaden gearbeitet. Er war auf den Friedhof gegangen, hatte Leichen transportiert, hatte Öfen gebaut.
Er berichtet, dass er vor diesem entsetzlichen Gestank und vor der Hantiererei mit den Leichen zuerst schwankte und fast das Bewusstsein verlor, dass er sich aber dann daran gewöhnte. Offenbar gewöhnt sich der Mensch letztlich an alles. Kehren wir noch einmal in die erste Zeit der deutschen Herrschaft in Kiew zurück. Anatoli Kusnezow berichtet ja sehr genau, er hat seinen ersten Bericht gleich nach dem Krieg zu Papier gebracht, vom Überleben seiner Familie im Krieg. Von der ständigen Sorge, schlicht zu verhungern oder von irgendeinem betrunkenen Soldaten umgebracht zu werden. Er erzählt von seinen abenteuerlichen Aktivitäten auf dem Schwarzmarkt, von Hamsterausflügen aufs Land, von Neid und Verrat unter den Ukrainern, aber auch von gegenseitiger Hilfe und kleinen Aktionen des Widerstandes. Die Erfahrungen mit den Deutschen ernüchterten auch den Großvater zunehmend. Sein Hass auf sie wuchs mit dem Hunger. Zitat: Ach, was ist er für ein Dummkopf, dieser Hitler. Die Deutschen sind gar nicht so böse. Der Hitler hat sie zu Halunken gemacht. Wie sehr haben wir auf ihn gewartet. Wären sie wie Menschen zu uns gekommen, dann wäre Stalin längst am Ende. Das Volk ist eher bereit, unter dem Zaren oder dem Bourgeois zu leben, aber bloß nicht unter Stalin. Aber dieser Unhold, Hitler, ist noch schlimmer als Stalin. Zum Teufel mit ihm. Solange Anatoli noch nicht 14 war, entging er der Verschleppung als Ostarbeiter nach Deutschland, die immer mehr Kiewer Bürgerinnen und Bürger erfasste. Von Freiwilligkeit konnte dabei ja keine Rede sein. Und als er dann 14 war, versteckte er sich davor. Auch aus der letzten Gefahr konnte sich die Familie retten. Als die Rote Armee näher rückte, entschlossen sich die Deutschen nicht nur wie sonst beim Rückzug, verbrannte Erde zu hinterlassen, sondern eine insgesamt tote Stadt. Sie verkündeten, dass die Bevölkerung der Stadt evakuiert werden solle, insgesamt, um hinter der Front weiter für den deutschen Endsieg Zwangsarbeit zu leisten und begannen damit auch im großen Maßstab, allerdings ohne viel Erfolg. Anatolis persönliches Resümee der 2 Jahre unter deutscher Herrschaft ist die Verwunderung, dass er lebend davongekommen ist. Wie oft müsste ich erschossen werden? Nach 14 Jahren Leben auf dieser Welt hatte ich so viele Verbrechen begangen, dass ich mindestens so häufig hätte erschossen werden müssen. Einen Juden nicht angezeigt, meinen Freund Schurka. Einen Gefangenen versteckt, Vassili. Filzstiefel getragen, das Sperrstundengesetz verletzt, eine rote Fahne versteckt. Das aus dem Geschäft Entwendete nicht vollzählig zurückgebracht, die überschüssigen Lebensmittel nicht abgeliefert, ein Flugblatt angeklebt, gestohlen, rote Rüben, Torf, Brennholz, Tannen. Ein Gewehr gestohlen und benutzt, Munition besessen. War mit 14 nicht zur Anmeldung erschienen. Keine Untergrundkämpfer denunziert. Ich war antideutsch eingestellt und hatte antideutsche Stimmungen gefördert. Auch darauf stand der Tod durch Erschießen. Ich hatte mich 40 Tage in der Sperrzone aufgehalten. Schon allein deswegen hätte man mich 40 Mal erschießen müssen. Ich lebe fast nur wegen eines Missverständnisses. Aber zu Anatolis vielfachen Verbrechen, die er aufzählt, gehörte eben nicht die einfache und grundlegende Tatsache, dass er ein ukrainischer Junge aus Kiew war. Und das war der entscheidende und tödliche Unterschied zu den jüdischen Menschen, die getötet wurden, ohne eines dieser vielen Verbrechen begangen zu haben,
sondern eben nur das eine, Jüdin oder Jude gewesen zu sein. Ich möchte abschließend nochmal auf das Gedicht von Jewtuschenko zurückkommen, zum Schweigen und zum Kampf um die Erinnerung. Nach dem Krieg wurde in der Sowjetunion weder der Juden noch der sowjetischen Kriegsgefangenen und anderer Opfer gedacht. Allein die kämpfende Truppe unter Führung der Partei wurden geehrt. Schon der erste Bericht 1944 über Kiew im Krieg von Chruschtschow erwähnte die Juden nicht. Im Schwarzbuch von Grossmann und Ehrenburg war gleich das erste Kapitel Babi Yar gewidmet, aber das Buch durfte ja nie erscheinen. Auch der berühmte jüdische Regisseur Mikoels versuchte an Babi Yar zu erinnern, aber er wurde 1948 während der antisemitischen Kampagne Stalins ermordet. Und deswegen gab es auch lange nach dem Krieg kein Denkmal in Babi Yar. Das war ja der Anlass für Jewtuschenkos Klage. Auch die Schlucht selbst war bald kaum wieder zu erkennen. Der jüdische Friedhof war eingeebnet worden. Danach wurde ein Teil der Schlucht bebaut, unter anderem mit einem Fernsehturm und einer Autobahn. Der andere Teil von Babi Yar wurde zunächst als Auffangbecken für die Abwässer in der Ziegelei genutzt, für Pulpe, für Wasser und Schlamm. Am 13. März 1961 bei Tauwetter brach der Damm dieses Beckens. Schlamm und Wasser überfluteten in einer 10 Meter hohen Welle, die auch Knochen der Opfer mitführte, den benachbarten Stadtteil und töteten in wenigen Minuten viele hundert Menschen. Nach dieser weitgehend verschwiegenen Katastrophe wurde die Schlucht komplett aufgefüllt und ein Park hergerichtet, den Jewtuschenko dann auch schon vorfand im Bau. Die öffentliche Diskussion über sein Gedicht bewirkte schließlich 1974 den Bau eines Denkmals, das allerdings den Tod der Juden immer noch mit keinem Wort erwähnte. Das änderte sich erst mit dem Ende der kommunistischen Herrschaft im Jahr 1991. Anatoli Kusnezow hat das nicht mehr erlebt. Wie zu Beginn erwähnt, ist Kusnezow nach dem verlorenen Kampf um die wahrhaftige Erinnerung in den Westen geflohen. Sein Buch ist auch der Versuch, beide Diktaturen, die er erlebt hat, in ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu begreifen und Lehren daraus zu ziehen. Über diese Teile des Buches kann man sicherlich theoretisch trefflich streiten, das wäre aber eine andere Diskussion. Ich bin aber überzeugt, wir müssen seine Erfahrung anhören und seine Schlussfolgerung ernst nehmen. Der Appell, mit dem er sein Buch schließt, ist jedenfalls auch unsere Überzeugung. Und deswegen bekommt er, Kusnezow, jetzt das letzte Wort. Zitat: Nachts hörte ich im Traum immerzu Schreie, Geschrei tausender Sterbender. Wir haben kein Recht, dieses Geschrei zu vergessen. Es ist nicht Geschichte geworden, es ist unser Heute. Und was wird morgen sein? Welche neuen Babi Yars, Majdaneks, Hiroshimas, Kolymas und Potmas, sowjetische Lager, an welchen Orten und in welchen technischen Formen liegen noch im Verborgenen und warten auf ihre Stunde? Und wer von den Lebenden ist vielleicht ihr Kandidat? Werden wir denn jemals begreifen, dass das Wertvollste auf der Welt das Leben des Menschen und seine Freiheit sind? Oder steht uns noch eine Barbarei bevor? Mit diesen Fragen breche ich dieses Buch ab. Ich wünsche Ihnen, schreibt er zuletzt, Frieden und Freiheit. Ich bedanke mich sehr für Ihre Geduld. Und wenn Sie Fragen haben oder Kommentare, gerne, aber lassen Sie sich Zeit. Das Gedicht gerne nochmal hören. Den Anfang. Ich habe auch natürlich, glaube ich, ich hab das komplette dabei. Du hast das Ganze dabei. Wie sollst du nochmal das Ganze vortragen? Kann ich noch machen. Ja, zum Abschluss ist noch, es ist noch länger. Wir haben es nicht ganz. Aber wenn Sie noch die Zeit und Geduld haben, es ist ein programmatisches Gedicht, was sehr viel in der Sowjetunion ausgelöst hat. Ich mache das mal. Soll ich mich da wieder hinstellen? Ja, mal im Sitzen, ne? Ja. Gut.
Babi Yar. Über Babi Yar, da steht keinerlei Denkmal. Ein schroffer Hang, der eine unbehauene Grabstein. Mir ist Angst. Ich bin alt heute, so alt wie das jüdische Volk. Ich glaube, ich bin jetzt ein Jude. Wir ziehen aus Ägyptenland aus. Ich zieh mit. Man schlägt mich ans Kreuz. Ich komm um. Und da seht ihr sie noch, die Spuren der Nägel. 3 Fuß, auch er, das bin ich. Der Spießer denunziert mich. Der Philister spricht mir das Urteil. Hinter Gittern bin ich, umstellt, müd gehetzt und bespien und verleumdet. Und es kommen Dämchen daher mit Brüsseler Spitzen und kreischen und stechen mir ins Gesicht mit Sonnenschirmchen. Ich glaube, ich bin jetzt ein kleiner Junge in Bialystok. Das Blut fließt über die Diele in Bächen. Gestank von Zwiebel und Wodka. Die Herren Stammtischhäuptlinge lassen sich gehen. Ein Tritt mit dem Stiefel. Ich lieg in der Ecke. Ich flehe die Pogrombrüder an. Ich flehe umsonst. Hau den Juden, rette Russland! Der Mehlhändler hat meine Mutter erschlagen. Mein russisches Volk. Internationalistisch bist du, zu innerst, ich weiß. Dein Name ist fleckenlos, aber oft in Hände geraten, die waren nicht rein. Ein Rasselwort in diesen Händen, das war er. Meine Erde, ich kenne sie, sie ist gut, sie ist gütig. Und sie, die Antisemiten, die Niederträchtigen, dass sie groß tun mit diesem Namen Bund des russischen Volks und nicht beben und zittern. Ich glaube, ich bin jetzt sie. Anne Frank. Licht durchwoben, ein Zweig im April. Ich liebe und brauche nicht Worte und Phrasen. Und brauche, dass du mich anschaust, dass ich dich anschau. Wenig Sichtbares noch, wenig Greifbares. Die Blätter verboten. Der Himmel verboten, aber einander umarmen, leise, das dürfen, das können wir noch. Sie kommen? Fürchte dich nicht, was da kommt, ist der Frühling. Er ist so laut, er ist unterwegs, hierher. Rück näher mit deinen Lippen. Wart nicht. Sie rennen die Tür ein? Nicht sie. Was du hörst, ist der Eisgang, die Schneeschmelze draußen. Über Babi Yar, da redet der Wildwuchs, das Gras. Streng, so sieht dich der Baum an, mit Richteraugen. Das Schweigen rings schreit. Ich nehme die Mütze vom Kopf, ich fühle, ich werde grau. Und bin selbst ein einziger Schrei ohne Stimme über tausend und abertausend Begrabene hin. Jeder hier erschossene Greis, ich. Jedes hier erschossene Kind, ich. Nichts.
Keine Faser in mir vergisst das je. Die Internationale ertönen, erdröhnen soll sie, wenn der letzte Antisemit, den sie trägt, diese Erde im Grab ist für immer. Ich habe kein jüdisches Blut in den Adern, aber verhasst bin ich allen Antisemiten. Mit wütigem, schwieligem Hass. So hassen sie mich, wie einen Juden. Und deshalb bin ich ein wirklicher Russe. Tja, das waren die Bilder des Tauwetters. Ne? Also das ist ja auch bildlich die Hoffnung darauf, dass da was aufbricht, das Eis bricht und der Frühling kommt. Ja. Das war nur kurz damals in der Sowjetunion, aber irgendwann hat es dann noch geklappt. Vera. Mich würde interessieren, ob man heute in Kiew oder diese Tage oder in Moskau an diese Katastrophe sich erinnert. Mhm. Ja, tut man. Man konnte das hier in den Zeitungen lesen. Mehr weiß ich auch nicht. Es wird am 6. Oktober eine große Zeremonie geben zum 80. Jahrestag, wo auch viele eingeladen sind. Also nicht nur Vertreter natürlich des ukrainischen Staates. Aus Israel wird jemand kommen. Nach dem, was ich verstanden habe, wird auch hochrangige Vertreter aus Russland da sein und ich denke auch aus Deutschland, aber das weiß ich nicht, aber ich glaube, das wird so sein. Es wird trotzdem und gibt trotzdem eine Diskussion, sowohl in Russland, aber vor allen Dingen in der Ukraine über das, was wir auch gehört haben, nämlich die Rolle von Teilen der ukrainischen Bevölkerung, der Bevölkerung selber, auch natürlich der Leute, die sich als Polizisten direkt entweder nicht gewährt haben oder selbst zur Verfügung gestellt haben. Das wird auch wie in Polen, wie, ich weiß nicht genau, wie es in der Tschechischen Republik ist, aber wie in Lettland und Litauen wird diese Diskussion immer noch nicht offen geführt. Man weiß das von sich, dass man irgendwie beteiligt war, war nur Opfer. Also auch bei dieser Gedenkfeier wird das eine Rolle spielen, aber sie wird stattfinden und sie, glaube ich, ziemlich groß werden. Und es hat sich ja auch so eine Kultur, also danach, nach Jewtuschenko, ist ein Ehrenmal gebaut worden, ohne Juden zu erwähnen. Und nach 1991 sind eine Vielzahl von kleineren Denkmälern errichtet worden in diesem Gelände von unterschiedlichen Organisationen, die auch immer ihre Opfer erinnern wollen. Aber etwas Großes, habe ich gerade gelesen, wollen sie nicht mehr bauen. Also sie wollen keine ganz großes Monument mal bauen, sondern viele einzelne Dinge, die auf diesem weiten Gelände daran erinnern. Aber wie gesagt, es ist nach wie vor nicht unumstritten. Frank, ja. Ich weiß, einige haben das bestimmt schon mal gesehen oder waren schon mal dort. Und ich war das letzte Mal vor 2 Jahren, kurz vor Corona war das, glaube ich, ja. Alleine, bin dort, glaube ich, mit der ersten U-Bahn sogar rausgefahren. Also man kann heute ganz bequem von der Innenstadt, sind nur wenige Haltestellen, weil die Strecken ja immer so lang sind in den russischen oder ukrainischen Metros. Sogar der U-Bahnhof befindet sich genau dort, wo die Schlucht war. Es ist irgendwie, habe ich den Eindruck gehabt, wenn ich nur so früh da war und auch alleine war, das ist eines der Städten, wo eigentlich kein Denkmal für mich erstmal so existierte und trotzdem am beeindruckendsten war, weil man sieht die ganze Zerrissenheit, man weiß, was dort passiert ist, aber man sieht auch die ganze Zerrissenheit des Ortes, kann man erkennen. Die Pappelallee, die ja schon ziemlich älter ist, dort, die führt ja genau da, wo die Schlucht ist. Mhm. Diese kleinen, verstreuten Denkmäler, die neuen, die ist, mit den Kindern, die Menorah, wo der jüdische Friedhof war, steht jetzt ein furchtbar hässlicher Stahl-Fernsehturm. Und
weiß noch, denn es war ja Frühling, es war nass, es war Tau und ich bin noch am Ende der Pappelallee, bin ich einfach weiter durch die Schruppe laufen, wollte wissen, wo das endet, wo ist der Schluss. Und bin dann in die Schlucht reingefallen. Es war alles glatt, ich wollte runtergehen, was da ist, ob da noch... dahinter vorher kommt noch so ein Platz, das sind noch Sowjetzeiten, wo die so Appelle gehalten haben. Mhm. Dahinter geht es nochmal runter, so eine Stufe. Ich bin außen rumgelaufen und wollte gucken, typisch russisch, so Birkenbäumchen, so was da wächst. Und wollte runterlaufen, da war auch so was wie ein Trampelpfad und voll ins Rutschen gekommen und erstmal auf den Hintern da rein. Ja, und unten, früh morgens, so war es vielleicht 9 Uhr, waren Russen und haben gegrillt. Ja. Und Wodka getrunken. Ja. Und es gibt dort einen Kinderspielplatz, fand ich auch nett irgendwo. Mhm. Mhm. Anfangs habe ich mich da so drüber mokiert, oder ich sagte, solche Städte, ein Kinderspielplatz, die Russen grillen da. Übrigens, als ich dann da wieder rauskam, habe ich auch festgestellt, dass auf dem Rest des Geländes Leute mit Hunden spazieren, die Hunde laufen frei rum, vielleicht suchen sie Knochen, hatte ich mir dann so noch gedacht. Mhm. Ja, ich meine, so. Und trotzdem war ich, zum Schluss hatte ich gedacht, nee, warum eigentlich? Es ist eigentlich so. Es ist eigentlich so, ja. Das Leben geht irgendwo weiter, es passt uns nicht. Ja. Aber umso bedrückender ist das manchmal. Besser als wenn man dort ein riesen Denkmal hinbauen würde, eine riesen Halle. Viele sind halt auch zu clean. In Anführungsstrichen. Es war sehr beeindruckend. Ja. Und man kann auch in der Stadt, in Kiew, wenn man sich mit Leuten unterhält, das, was damals die Zerrücktheit war, zwischen Polen, Russen, ja, immerhin sagen die Russen ja, das ist die Heimat des Rus, also der Rus kam ja eigentlich aus Kiew und das ist auch so die geschichtliche Sache mit den Juden und so weiter und man hat, das zieht sich ja bis heute hin, diese ganzen, die Stadt ist völlig nicht zerrissen, aber es sind viele, sehr viele Gegensätze. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen, ja, wenn man mal die Vorstellung hat, wie es ja jetzt ungefähr aussieht. Ja, ich kenne es gar nicht. Es ging mir auch so. Ich war auch da und fand es beeindruckend, weil es nichts ist. Es ist, ist überwuchert zum Teil. Ja. Es ist eine Schlucht. Und sich dann bewusst machen, was hier war, das war viel eindrucksvoller, als wenn irgendein Monument gestanden hätte. Ja. Wenn man auch sucht. Ja. Man sucht. Ja. Wenn man es kennt, wenn man es weiß, beeindruckt ist. Wenn man nichts davon weiß, hat man keinen Grund, darüber nachzudenken. Das ist natürlich die andere Seite. Aber das ist dann Leben, nicht? Da denke ich, das ist die Problematik mit den Kindern, nicht? Ja, ja, ich will das auch gar nicht beurteilen. Da muss ja jeder seinen Weg finden, eine als Stadt und als Nation. Denkstättenstreit, das kennen wir ja. Es wird es immer geben, ja. Ja, immer. Ja. Ich denke, ich spreche im Namen aller, dass wir euch ganz herzlich danken. Es war eine sehr, sehr eindrucksvolle Lesung. Sie haben ja die Prospekte, zum großen Teil lagen die da, glaube ich, noch. Da kommen ja auch Veranstaltungen. Ne? Die Shakespeare Company bringt eben aus den Akten auf die Bühne mehr den Aspekt der deutschen Beteiligung, also der Täter, Polizeibataillon und ist dann der andere Schwerpunkt, haben wir jetzt heute ausgelassen. Also wenn Sie Zeit haben, auch dahin. Wenn Sie mich entlasten wollen von Broschüren, die da noch liegen, die ich nicht zurücknehme, gerne, die liegen da auf dem Fensterbrett. Und ansonsten erfahren Sie von uns die nächsten Veranstaltungen. Es geht bald wieder weiter. Und vielen Dank, dass Sie hier waren und dass sich so wunderbar gefügt hat mit dem Aufteilen. Und kommen Sie gut nach Hause. Ja, alles Gute. Danke.